Was geht ab, meine Ringlife-Gang? Schön, dass ihr wieder da seid. Freunde, am 8. Juni findet die erste Veranstaltung unserer eigenen Ringlife Combat Series statt in der Motorworld Arena in Köln vor 2300 Zuschauern. Mit die besten Boxer überhaupt aus ganz Deutschland treffen dort in der Gewichtsklasse bis 80 Kilogramm aufeinander in einem knallharten Turniersystem und finden dann heraus, wer die einsame Nummer 1 in Deutschland ist. Außerdem gibt es am selben Abend im Rahmenprogramm noch ein paar knaller Bärnackelkämpfe und weiteres geiles Unterhaltungsprogramm für euch, ja? Ticketverkauf startet Anfang März. Ihr habt allerdings die Möglichkeit, euch jetzt schon für den Ticketverkauf vorzuregistrieren auf MyShow. Den Link dazu packe ich in die Videobeschreibung oder in die Kommentare. Dort bekommt ihr dann, wenn ihr euch registriert habt, 24 Stunden vor dem offiziellen Verkauf die Möglichkeit, euch die besten Tickets zu sichern, bevor die ausverkauft sind. Und noch eine kleine Randnotiz. Wir suchen natürlich weiterhin ein paar Sponsoren, die Bock drauf haben, das Event finanziell zu unterstützen und ihre Marke dort zu repräsentieren, im Ring oder sonst wo. Wenn ihr Interesse an einem Sponsoring habt, dann schreibt uns gerne an sponsoring@ringlife.org eine E-Mail und wir melden uns dann bei euch zurück. Lange Rede, kurzer Sinn. Es haben sich mal wieder ein paar richtig knaller Fighter beworben für unser Event und die möchte ich mir jetzt gemeinsam mit euch anschauen. Ich starte auch direkt mal mit der Bewerbung von einem Typen, auf den ich mich mit am meisten gefreut habe, und zwar auf Silvio. Silvio hat mir auch geschrieben, der meinte so, ey Edmond, ich habe unbedingt Bock bei dir zu kämpfen. Ich muss das allerdings erstmal mit dem Amateurverband klären, ob ich da bei dir kämpfen darf, und ich habe wirklich Daumen gedrückt. Ich habe gesagt, Junge, hoffentlich sagen die ja. Und er hat tatsächlich die Genehmigung bekommen, von denen bei mir zu kämpfen. Und darauf freue ich mich jetzt extrem. Aber schauen wir uns erstmal sein Video an. Was geht ab, Freunde? Ich bin Silvio Schirle, euer Black Panther. Und ich bewerbe mich beim Ringlife-Turnier in der 80-Kilo-Klasse Disziplin Boxen. Ich habe über 200 Kämpfe, bin deutscher Nationalmannschaftsboxer und Sportsoldat. Ich bin mehrfacher deutscher Meister, Bronzemedaillengewinner bei Europameisterschaften. Und ich habe Bock, dieses Turnier zu rasieren und zu gewinnen. Also, let's go! Time, Junge. Sehr schön. Silvio, absolut geiler Typ. Ich habe ihn live schon beim Sparring gesehen. Ich weiß, was der Junge drauf hat. Gar keine Frage, Silvio nehme ich direkt mit rein in das Turnier. Und ich bin auch ehrlich sehr, sehr froh darüber, dass der Amateurverband ihm hier die Genehmigung gegeben hat, bei uns zu kämpfen. Khaled El Jarbi, Ringlife Combat Series 1 Bewerbung. Komm, schauen wir uns mal die Bewerbung von Khaled an. Hallo Ringlife, Khaled El Jarbi ist mein Name. Ich wollte mich hiermit offiziell für das Grand Prix Turnier in der Disziplin Boxen bis 80 Kilogramm bewerben. Von Khaled habe ich schon sehr, sehr viel gehört. Tamerlan Dulatov, also Tamik, hat mir auch sehr viel von ihm erzählt, dass er ein extrem starker Boxer ist. Ich habe ein paar Boxclips von seinen Kämpfen gesehen. Er ist auf jeden Fall ein sehr, sehr interessanter, explosiver Fighter und hat wirklich auch einen geilen Kampfstil. Kurz zu mir, ich habe bereits 100 Amateurkämpfe, ich habe 2 siegreiche Profikämpfe hinter mir. Ich habe Bock zu kämpfen, ich bin 23 Jahre jung. Digga, aber boxt er noch aktiv? Der hat einen Körper wie Ding bekommen, Alter. Anthony Joshua nur ein bisschen, paar Kilogramm leichter. Wäre das ein Riesenvergnügen, wenn ich meinen Kampfstil auf deiner Veranstaltung präsentieren könnte. Los! Der Junge ist wirklich, wirklich explosiv. Böser Treffer. Ja, das ist Knallerei hier. Oh. Genau solche Fighter braucht man auf jedem Event. Einfach Knaller, Junge. Es gibt verschiedene Arten von Fightern, ja? Es gibt Fighter, die sind darauf orientiert, so ein bisschen so einen slicken, technischen, geilen Kampfstil zu liefern, ja, den Gegner auszuboxen, Schachspiel ein bisschen, in die Leere laufen lassen, technisches Spiel, ne? Und dann gibt's einfach so richtige Brecher, die wirklich Bock drauf haben, den Gegner die Fresse zu polieren im Ring, und man sieht auch bei ihm einfach direkt, dass er genau so einer ist. Deswegen, als ich gehört habe, dass er sich bei mir beworben hat, war ich auch schon sehr, sehr gespannt auf dieses Bewerbungsvideo, ja.
Jawohl, genau so. Wie ein Maschinengewehr, brutale Hände, ehrlich. Tempo ist böse. Von Erik Neubauer, gerade Hände muss er bringen, nicht so dicht drauf, aufwärtshaken, Schlaghagel weiter, aber Kali zeigt an, hier, das ist noch gar nichts, gib mir mehr, das war gar nichts, jetzt die Antwort von Kali. Haut rein, offenes Visier, beide Jungs ohne Deckung hier, gegeneinander, das Publikum ist hier aus dem Häuschen, beide Jungs hier bieten ordentlich Sport Entertainment und jetzt die Jungs hier. Lange Rede, kurzer Prozess. Mir wäre es ein Vergnügen, mein Können auf deiner Veranstaltung präsentieren zu können. Müssen wir auch nicht lange drumherum machen. Den nehmen wir mit auf jeden Fall definitiv auf die Teilnehmerliste. Ich glaube, der könnte wirklich einen verdammt starken Kampf liefern. Ja? Warum verlieren Leute die Lizenz, wenn sie bei dir kämpfen sollten? Also es ist halt so, du gehörst dann entweder dem einen Verband oder dem anderen Verband an. Wenn du Amateur bist, gehörst du dem Amateurverband an. Wenn du Profi bist, gehörst du dem Profiverband an. Ja? Und bei dem Amateurverband ist es immer so, dass du es mit dem Verband abklären musst vorher, wo du kämpfst, wenn es nicht ein geregelter Amateurkampf ist. Wenn du jetzt also zum Beispiel bayerische Meisterschaften kämpfst bei den Amateuren, gar kein Problem. Wenn du aber als Amateurboxer gelistet im Amateursportverband, ja, dann zum Beispiel einen Kickboxkampf machen möchtest, musst du dir eine Genehmigung holen von dem Amateurverband, weil wenn du ohne Genehmigung kämpfst, dann kann es sein, dass der Verband dich dann sperrt. Der sagt dann, nee, das war ohne unsere Erlaubnis, wir haben da nicht zugestimmt und du hast, wir entziehen dir zum Beispiel jetzt die Lizenz. Das kann passieren, muss nicht passieren, aber das kann passieren. Deswegen sage ich immer so, ey, klärt es am besten immer vorher erstmal mit dem Verband ab, wenn ihr bei mir kämpfen möchtet. Und dann bekommt man quasi von denen entweder ein grünes Licht oder die sagen so, nee. Aber ich hoffe, dass ich jetzt in Zukunft mich mit denen gewissermaßen einigen kann, dass es zu diesen Problemen gar nicht mehr kommt. Dass man quasi so eine Generalerlaubnis bekommt, allgemein vom Verband ausgestellt, bei allen meinen Events mitzukämpfen, weil dann würde das halt natürlich das Ganze noch deutlich attraktiver machen für die Fighter und ich wäre auf jeden Fall auch bereit, da im Gegenzug noch ein bisschen mehr Werbung für den Amateursportverband zum Beispiel zu machen, ne, für die Amateure in Deutschland oder auch ein paar Amateur-Events zum Beispiel finanziell zu unterstützen, ja. Win-Win-Situation für alle eigentlich, wenn man da gemeinsam arbeitet. Ihr müsst euch mal vorstellen, wenn jetzt zum Beispiel jetzt demnächst bei meinem Event jemand kämpft, der in der deutschen Nationalmannschaft fightet, als Amateur zum Beispiel, ne? Das ist ja nur Marketing. Das ist ja eine unfassbare Marketinggelegenheit. Weil ich sag euch zum Beispiel, den deutschen Meister kennt 99% von euch da draußen nicht. Aber wenn er dann zu mir kommt und bei mir kämpft, dann bekommt er ja ein 100.000er Publikum, das ihn kennenlernt. Und dann, wenn er das nächste Mal zum Beispiel deutsche Nationalmannschaft irgendwo kämpft oder Bundesliga oder vielleicht auch zu Olympischen Spiele oder so geht, hat er natürlich auch viel größeres Publikum, das dann ihn vielleicht anfeuert oder begleitet. Das, also eine Hand wäscht die andere. Und meiner Meinung nach sollte es hier eigentlich keine... Es wäre blöd, sich gegenseitig quasi hier im Weg zu stehen, anstatt gemeinsame Sache zu machen und den Boxsport in Deutschland voranzubringen, ja. Kenneth Gast hat sich beworben. Und der hat einen richtig halben Hollywood-Film gedreht, so wie das aussieht. Ja, in 4K-Qualität. Ich bin gespannt. Was ein Motherfucker, der Kenno, ne? Ich schwöre es euch, was er hier für einen Trailer gedreht hat, der hat einen halben Film abgedreht. Ja, also mein Name ist Kenneth, ich bin 25 Jahre alt, komme aus Köln, also bin gebürtiger Kölner, man könnte auch sagen Kölsche Jung. Und Der Kenno scheint mir so original wirklich wie diese alten, richtig stabilen Deutschen zu sein. Erinnert ihr euch noch so an Karate, Andi und so die ganzen Leute? So vom Kiez, diese ganzen ehemaligen Boxer damals. Von diesem Kaliber Deutsche, an die erinnert er mich, ja? So richtig strammer Deutscher. Ich treibe den Boxsport jetzt seit 2019. Also ich bewege mich aktuell in der Gewichtsklasse bis 80 Kilo und konnte regionale und überregionale kleinere Erfolge feiern. Habe auch schon international für den Militärkader den einen oder anderen Sieg einfahren können. Warum habe ich mit dem Boxsport angefangen? Also 2018 könnte man sagen, habe ich eine Art Unfall erlitten, bei der ich dann nach mehreren Operationen einen Teil der linken Lunge verloren habe
und dann auch eine längere Sportpause einlegen musste und mit Reha, Physio, ich wurde lang im Rollstuhl gefahren, habe ich mich dann dazu entschlossen, eine persönliche Herausforderung für mich zu finden, und das war einfach der Boxsport. Der hat mich physisch und psychisch gefordert. Ich bin mit unter 70 Kilo aus dem Krankenhaus dann raus und musste dann natürlich erstmal die normale alltägliche Atmung auf Vordermann bringen. Ja, und dann gegen Ende 2018 habe ich dann halt beschlossen, so, okay, ich will was im Boxsport erreichen. Ich will da einfach Gas geben. Und dann habe ich angefangen, viel alleine zu trainieren. Ich hatte am Anfang keinen Trainer, keiner, der mir irgendwas gezeigt hat. Ich habe einfach so mein ganzes Wissen aus dem Internet oder aus Videos gezogen und ja, ich habe einfach unglaublich hart und viel trainiert. Und 2019 habe ich dann meinen ersten Trainer in Neu-Ulm gehabt. Grüße an Jürgen Grabusch an der Stelle. Und ja, dort habe ich meine ersten Schritte gemacht, meine ersten Sparrings gehabt, und der hat auch sehr viel Zeit und Mühe in mich investiert, genauso wie auch andere Trainer. Ich war viel unterwegs, danach in Münster geboxt. Schöner Treffer. Und ja, jetzt sind wir hier, 2024. Also ich muss sagen, natürlich die Operation und die Zeit im Krankenhaus, das war nicht leicht. Aber als ich dann den Sport gefunden habe, habe ich mich unglaublich positiv entwickelt. Charakterlich, wie aber auch physisch. Also der Sport hat mir unglaublich viel gegeben und mich auch von viel schlechten Einfluss weggebracht, sag ich mal. Und mich zu guten Leuten. Digga, jetzt mal ehrlich, ne? Was ein absolut heftiges Video hat er hier gedreht, Mann. Wer auch immer das Video gemacht hat. Ich weiß nicht, wer das Video gedreht hat. Den Cut, die Musik, alles drumherum. Ob er das wirklich selber gemacht hat oder ob es jemand für ihn gemacht hat, ne? Aber derjenige, der das Video gemacht hat, vollsten Respekt. Das ist wirklich ein verdammt gutes Video geworden. Ehrlich. So richtig mit Emotionen, Feeling, alles drumherum. Sau gut gemacht. Gebracht, die Sport treiben, die was im Kopf haben, die ein Ziel haben, eine Mission. Und ja, dann auch vom feiernden Nachtleben, Alkohol trinken, was halt noch nebenher alles ist, ja. Sich die Nächte um die Ohren schlagen zu, jetzt arbeite ich selber im Nachtleben, das gehört auch schon seit ich 19, 20 bin so zu mir. Und habe mich jetzt eigentlich bis zu meinem 25. Lebensjahr fast jedes Wochenende begleitet. Und das ist die Tätigkeit, die ich neben dem Sport noch nachgehe, ja. Eine große Motivation war für mich auch schon immer mein jüngerer Bruder. Er ist jetzt 14 Jahre alt und er ist mit mir und meiner Mutter alleine aufgewachsen. Deswegen war es für mich auch immer unglaublich wichtig, als männliche Person ihm einfach ein Vorbild zu sein, ihm gute Werte mit auf den Weg zu geben. Und ja, mittlerweile hat er einfach auch seinen Weg in den Kampfsport selbst gefunden. Ist erfolgreich im Amateur-Muay Thai-Bereich tätig und bis jetzt auch noch ungeschlagen. Und trainiert einfach auch unglaublich fleißig. Und ich hoffe einfach, dass ich da einen guten Teil dazu beitragen kann, dass er einfach Spaß und Erfolg in seiner weiteren sportlichen Karriere haben wird. Na, was will ich mit dem Boxsport erreichen? Ich bin mir echt nicht sicher. Ich wollte einfach schauen, so, wie weit kann ich es schaffen? Und wenn ich auf meinem Weg andere Menschen dazu inspirieren kann, die vielleicht auch nicht die optimale Startposition haben, so einfach Gas zu geben, ob das jetzt der Sport ist oder auch im Leben, dann habe ich einfach schon einen großen Teil meiner Zufriedenheit erfüllt. Und alles Weitere wird sich zeigen. Mein Ziel in der Ring Life Combat Series: in erster Linie möchte ich in dem 80-Kilo-Turnier starten, was als erstes Event, sage ich mal, groß aufgezogen wird. Das ist genau meine Gewichtsklasse, in der ich mich bis jetzt immer bewegt habe und auch wohlgefühlt habe, ohne großartig Gewicht zu machen. Und außerhalb vom Turnier, in den weiterführenden Veranstaltungen, will ich einfach geile Kämpfe für die Leute liefern. Ich will das Publikum, auch die, die vielleicht nicht so kampfsportversiert sind, einfach mitreißen und denen eine geile Show bieten, geile Unterhaltung und hoffentlich auch geile Knockouts. Ja, das Video ist mein Zeichen an die Ring Life Combat Series, dass ich offiziell da bin. Ich klopfe an und ihr solltet mir besser die Türe aufmachen. Ja, Bruder, das war ein bisschen zu viel.
Oder können wir das rausschneiden? Wäre ich jetzt hier bei diese Talentshow da, diese, ne? American Got Talent oder so, würde ich ehrlich den goldenen Buzzer drücken gerade. Holy fuck, was ist das für ein Video gerade gewesen, Mann? Man merkt schon auf jeden Fall, der ist so ein richtiges Publikumsliebling bei euch geworden, ja? Ihr seid alle einfach 100% dafür, dass man den nimmt. Machen wir aber direkt mal weiter. Der nächste, der sich beworben hat, ist Georgi Gubeladze. Ich habe von deinen Vorhaben gehört und du hast mir sofort mein Interesse geweckt. Ich habe mir sofort gedacht, das ist genau der richtige Zeitpunkt für mich, mich bei dir zu bewerben. Kommen wir erstmal zu meiner Person. Ich bin Georgi Gubeladze, ich bin 23 Jahre alt und bringe schon mehr als 10 Jahre Torsport-Erfahrung mit. Ich bin vom West, ich bin vom Landesmeister der Republik Jamaika, in dem Land 15 Jahre geworden, habe internationale Kämpfe bestritten, über 100 Kämpfe und gehöre zu den besten Boxern aus Deutschland für eine Zeit lang, weil ich bin immer schon verdient und habe eine gute Amateurkarriere hinter mir. Jetzt ist für mich die Zeit gekommen. Warte mal, habe ich das richtig gesehen? Warte mal. Ich glaube, der ist hier, hat er hier für Schwerin geboxt, für Traktor Schwerin Bundesliga. Und gehöre zu den besten Boxern aus Deutschland. Also ich glaube, er ist hier in Gelb und das ist die Traktor Schwerin Mannschaft. Ja, also mit so auch eine der besten Bundesliga-Mannschaften in Deutschland. Für eine Zeit lang, weil ich bin immer schon verdient und habe eine gute Amateurkarriere hinter mir. Jetzt ist für mich die Zeit gekommen, den nächsten Schritt zu machen. Und ich möchte alle Leute überzeugen, dass ich schon diese Bühne gehöre. Und ich möchte den nächsten Schritt wagen, indem ich in die Profikarriere einsteigen möchte. Ich hoffe, dass du meinen Vorschlag annimmst und dass du mir die Chance gibst, mich zu beweisen. Ich verspreche dir, dass es spannende Kämpfe geben wird und auf jeden Fall blutige Kämpfe geben wird. Nehme ich ganz klar, Georgi ist auf jeden Fall dabei. Wirkt unprofessionell in der Bar bei lauter Musik. Naja, das ist nicht in der Bar bei lauter Musik. Das ist ein TikTok-Sound, den er leider dahinter gepackt hat. Wäre ohne diesen TikTok-Sound auf jeden Fall ein bisschen besser gewesen. Wie groß planst du das Event? Live-Zuschauer? Die ersten 2-3 Events werden wahrscheinlich so vor knapp 2300 Zuschauern stattfinden. Dann schauen wir uns natürlich an, wie das weiterhin läuft. Und ich hoffe natürlich, dass wir nächstes Jahr so 3, 4, 5 und dann vielleicht auch in Richtung 6, 7, 8.000 Zuschauern reinpacken, ja?